ein Einsehen hatten und den Ball selber ins Tor beförderten. Von da an war es vorbei mit der malaiischen Spielkunst. Man spielte jetzt mit unlauteren Mitteln. Bernd Nickel schoss den fälligen Freistoß und Jürgen Kalb wird zum Torschützen. Und da es Sonntag war, durfte auch ein entsprechender Schuss nicht fehlen. Rudi Seliger zum 3:0 Endstand.